Thomas Bartha ist wegen Sachbeschädigung und Diebstahls angeklagt. Der erfolgreiche Betriebswirt führte ein sorgloses Leben mit seiner Traumfrau Rebecca, wollte sie sogar heiraten. Kurz vor der Hochzeit begann Thomas jedoch noch zu zweifeln, weil er sich von seinem Schwiegervater bevormundet fühlte. Ich bin Geschäftsführer, das kann ich auch ohne dich entscheiden. Ja, das wüsste ich, aber das ist immer noch mein Kaufhaus. Das ist mein Büro und jetzt raus mit dir. Als er mit ein paar alten Freunden seinen Junggesellenabschied feierte, ließ er seinen Frust raus und randalierte im Kaufhaus seines Schwiegervaters. Am nächsten Tag fehlte dort Schmuck im Wert von mehr als 100.000 Euro. Hatte Thomas vor, die Hochzeit platzen zu lassen? Wollte er sich durch den Verkauf des Schmucks sein neues Leben finanzieren? Sie heißen Thomas Bartha, geboren am 30. April 1979 in Berlin. Sie wohnen jetzt in Frankfurt am Main, Sie sind ledig. Was machen Sie beruflich? Offiziell bin ich noch Geschäftsführer des Kaufhaus Levening. Aber da ich in U-Haft sitze, bin ich bis zur Klärung der Vorwürfe beurlaubt. Glaub ja nicht, dass du noch mal einen einzigen Fuß in mein Kaufhaus setzen wirst. Freiwillig gehe ich da eh nicht mehr rein. Mich nimmt doch da keiner mehr ernst. Ich kann mich zwar an nichts erinnern, aber ich habe dieses blöde Video gesehen, auf dem ich mich wie bescheuert verhalte. Ich kann mir das nur so erklären, dass ich unter Drohung gestanden habe. Andernfalls würde ich mich nie so dermaßen daneben benehmen. Ach, so ein Schwachsinn. Herr Levening, ich kann verstehen, dass Sie das alles bewegt, aber Sie sind Zuschauer und mehr nicht, klar? So, Sie sind, das müssen wir noch festhalten, seit dem 30.10.2011 in Untersuchungshaft in der JVA Weiterstadt. Am 29. Oktober 2011 gegen 23.45 Uhr zerschlug der Angeklagte ohne rechtfertigenden Grund im Kaufhaus Levening in Frankfurt am Main zunächst 9 Teile eines Porzellanservices im Gesamtwert von 3.200 Euro. In der Schmuckabteilung zertrümmerte er anschließend eine Glasvitrine und entwendete daraus insgesamt 48 Uhren, Ringe und Armbänder im Gesamtwert von 105.000 Euro. Der Sachschaden an der Vitrine beträgt 350 Euro. Bis auf ein Armband und 2 Ohrringe im Gesamtwert von 4.200 Euro fehlt von dem Diebesgut jede Spur. Strafantrag wurde form- und fristgerecht gestellt. Der Angeklagte wird somit der Sachbeschädigung in Tateinheit mit Diebstahl in einem besonders schweren Fall beschuldigt, strafbar gemäß § 242.1. Herr Bartha, die Anklage haben Sie nun gehört, wollen Sie sich dazu äußern? Ja, natürlich, sehr gern, nur leider weiß ich kaum mehr was von der Nacht. Das heißt kaum noch was, woran können Sie sich noch erinnern? Ja, nur daran, dass wir meinen Junggesellenabschied feiern wollten. Wir waren zuerst in einem Steakhouse und dann an der Hotelbar vom Cortone. Wir haben ein paar Bier getrunken und ja, ab da habe ich einen kompletten Filmriss. Die Erinnerung setzt erst am nächsten Morgen wieder ein. Nun ja, laut BRK-Gutachten hatten Sie am nächsten Morgen bei der Blutentnahme um 9.30 Uhr 0,00 Promille. Das heißt, in Ihrem Blut konnten keinerlei Rückstände von Alkohol nachgewiesen werden. So viel können Sie nicht getrunken haben. Es war auch bestimmt nicht der Alkohol. Mir muss jemand Drogen ins Glas getan haben. Anders kann ich mir nicht erklären, wie ich mich an dem Abend verhalten haben soll. Ja, aber so lässt sich es auch nicht erklären. Ne? Wir haben Ihr Blut untersucht, Ihr Urin untersucht. Kein Rückstand von Betäubungsmitteln. Also auch das ist eine ganz faule Ausrede, nichts anderes. Herr Staatsanwalt, Sie wissen doch ganz genau, dass es genügend Drogen gibt, die sich so schnell abbauen, dass sie nach wenigen Stunden nicht mehr nachvollzogen werden können. Ihr Mandant kann sich schon erinnern. Stimmt's, Herr Bartha? Sie können sich schon erinnern. Ne? Ich meine, dieser Gedächtnisverlust, wo kommt der wohl her? Sie haben einfach Angst vor einer hohen Strafe, die Sie zu erwarten haben bei einem, Entschuldigung bitte mal, Schaden von immerhin 105.000 Euro. Nein, ich meine, wirklich. Das ist keine kleine Summe, oder? Wirklich, wirklich. Ich kann mich an nichts erinnern. Ja, macht ja nichts. Wir haben ein Video. Das hilft uns dann zumindest zu verstehen, was passiert ist. Da sieht man Sie beim Teddybär-Weitwurf. Da sieht man Sie, wie Sie Porzellanfigürchen aufgestellt haben, Figuren aufgestellt haben und dann mal gekegelt haben. Ja, ja, ich habe es gesehen. Mhm. Und es ist mir derartig peinlich, wenn ich daran denke, wie ich mich da zum Affen gemacht habe. Aber ja, deswegen glaube ich auch, dass ich unter Drohung gesetzt war. Aber der Diebstahl, ich kann das nicht gewesen sein. Nun hat allerdings die Spurensicherung unter Ihrem Bett diese Ohrklipse hier gefunden, die zur Beute gehören sollen. Und ich habe keine Ahnung, wo die Dinger hergekommen sind. Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, lag ich komplett angezogen auf meinem Bett. Mein Hemd war total verklebt und ich hatte roten Lippenstift an den Backen. Um 9 Uhr war die Polizei bei Ihnen, da standen Sie tipptopp geschniegelt im Flur und hatten das wohl irgendwie sehr eilig. Sie wollten dringend weg. Ja, ich wollte zu meiner eigenen Hochzeit. Um 9:30 sollte mich mein Trauzeuge abholen und zum Standesamt bringen. Aber ich glaube nicht, dass Sie vorhatten, so lange zu warten. Ne? Ich meine, wenn alle rätseln sollten, wo der Bräutigam bleibt, wollten Sie doch längst irgendwie über alle Berge sein mit dem Schmuck im Wert von 105.000 Euro. Er wollte sich doch nur ein schönes Startkapital sichern. Er war immer schon hinterm Geld her. Jedes Mal hat er gefragt, weil er zu wenig Geld verdient. Ja, Mann, das habe ich auch. Ach. Du hast mich total kurz gehalten, obwohl ich der Geschäftsführer war. Ja, ein gutes Gehalt erfordert auch eine gute Leistung. Herr Levening, jetzt verhalten Sie sich mal endgültig so, wie man es von einem Zuschauer im Gerichtssaal verlangen kann, nämlich still. Und ich habe gute Leistungen gebracht, aber du hast mir nicht mal den kleinsten Erfolg gegönnt.
Mann, im Moment, da läuft einfach diese ganze Branche mies. Während andere Kaufhäuser längst pleite gegangen sind, habe ich uns sicher durch die Krise gebracht. Ach, aber sowas siehst du, also du mich nicht. Dann einfach? Herr Levening, habe ich mich gerade eben nicht deutlich ausgedrückt? Ja, entschuldigen Sie, Herr Richter. Aber das, was in jener Nacht passiert ist, hat mich menschlich zutiefst enttäuscht. Und dass er jetzt mit so einer hanebüchenen Ausrede sich hier rausreden will, das setzt dem Ganzen doch die Krone auf. Dabei hättest du mal das Kaufhaus übernehmen sollen. Und dein Kaufhaus ist mir doch sowas von egal. Und dein Geld übrigens auch. Mir ging es immer nur um Rebecca und deswegen wäre ich sicherlich auch nie abgehauen. Ich hoffe so sehr, dass sich das heute alles irgendwie aufklärt und dass es eine Zukunft für Sie und mich gibt. Ich will Sie einfach nicht verlieren. Sagen Sie mal, hatten Sie nicht am Tag der Hochzeit einen recht großen Streit mit Ihrer zukünftigen Frau gehabt, weil Sie mit dem Leben aktuell einfach nicht sonderlich zufrieden waren? Ja und, das hat doch mit ihr nichts zu tun. Mhm. Sondern? Hatten Sie schon mal das Gefühl, dass Sie nur noch ein Statist sind in Ihrem eigenen Leben? Mir ging es in den letzten Monaten so. Mein Schwiegervater hat mir bei allen geschäftlichen Fragen reingeredet. Ich musste permanent tun, was er wollte. Und selbst aus der Hochzeit hat er eine Firmenangelegenheit gemacht. Gut, also Sie wollten wieder Kontrolle haben über Ihr eigenes Leben. Kann ich man das so war sagen? Unzufrieden mit meiner Situation. Ja? Das ändert doch nichts daran, dass Rebecca die Frau meines Lebens ist. Ich hätte sie nie verlassen. Es gibt für mich faktisch überhaupt gar keinen Grund, warum ich den Schmuck gestohlen haben soll. Ja, und da schließe ich mal an, Herr Kollege. Denn mein Mandant mag vielleicht in diesem Kaufhaus gewesen sein, das steht fest. Und er mag sich auch sehr seltsam benommen haben, das steht auch fest. Aber auch feststehen tut eines, dass es nämlich mindestens zwei Zeugen gibt, die bestätigen können, dass mein Mandant das Kaufhaus aufgesperrt, aber nicht abgesperrt hat. In der Zwischenzeit könnte also Gott und die Welt dieses Kaufhaus ausgeräumt haben. Gut, aber Ihr Mandant, das wissen Sie, haben wir Schmuck gefunden. Was ist mit diesem Schmuck? Was hat es damit auf sich? Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, Herr Staatsanwalt. Mein Mandant war schließlich nicht allein im Kaufhaus. Er war ja mit mehreren dort. Einer seiner Freunde wird ihm halt Drogen ins Getränk gemischt haben, dann das Kaufhaus ausgeraubt haben und ein paar Schmuckstücke meinen Mandanten untergejubelt, um den Verdacht von sich auf meinen Mandanten zu legen. Genau so kann es gewesen sein. Genau so muss es gewesen sein. Anders kann ich mir das nicht erklären, was an aber besser als wir. Gäbe es denn da irgendjemand unter Ihren Freunden, der sowas tun könnte, der Grund dazu hätte? Eigentlich nicht. Na, Moment mal, so stimmt das ja nicht. Es gibt ja einen gewissen Arne Scholl, das weiß ich. Und da gab es ja mal eine sehr unschöne Geschichte zwischen Ihnen. Auf jeden Fall hat der... Wann soll das gewesen sein? Na, das war in der Schulzeit, oder? Und der hatte auf jeden Fall noch eine Rechnung mit Ihnen offen. Das ist doch ewig lange her, da waren wir doch noch halbe Kinder. Ja, erzählen Sie uns doch mal die Geschichte. Nein. Nee, das will ich nicht. Wie schon gesagt, das ist ewig lange her und das hat sicherlich nichts mit der Sache hier zu tun. Das ist eine Ihre Sache. Ihr Verteidiger will Sie gerade entlasten, Sie wollen die Geschichte nicht erzählen. Gut, wie ja, Sie das wollen. Das hat nichts damit zu tun. Dann treten wir die Beweisaufnahme ein. Ja? Verstehe ich auch nicht. Daniel Oberreiner, bitte. Dann nehmen Sie bitte beim Verteidiger Platz. Herr Oberreiner, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Platz. Wir lesen, dass Sie die Wahrheit sagen müssen. Was Falsches sagt, macht sich strafbar. Allerdings 55 StPO. Sie müssen auch auf Fragen nicht antworten, wenn Sie vielleicht selbst belasten könnten. Sie sind Daniel Oberreiner, Sie sind 31 Jahre alt, Sie wohnen in Frankfurt am Main, ledig, Kfz-Mechaniker, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Jetzt soll der Angeklagte während seines Junggesellenabschieds im Kaufhaus Levening zunächst Porzellan zertrümmert haben und dann soll er noch Uhren und Schmuck im Wert von über 105.000 Euro entwendet haben. Das mit dem Diebstahl, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich kenne Daniel, das ist ein absolut korrekter Typ. Kennen Sie ihn so gut, dass Sie es einfach so hier sagen können? Ja, aber hallo, also ich habe seinen Junggesellenabschied schließlich organisiert. Ja, das haben Sie gemacht, aber meines Wissens haben Sie nach der Schulzeit erstmal recht wenig Kontakt mit ihm gehabt. Das heißt ja nicht, dass wir damals nichts zusammen gemacht haben. Ich kannte ihn von früher, damals haben wir sämtliche Partys unsicher gemacht und er war wirklich ein lässiger Typ. Als Sie beide noch klein waren, ja. Ja, und dann ist er halt weggezogen, hat studiert. Und wie das dann so ist, dann war er sehr schwer beschäftigt, der Gute. Wie das dann so ist, heißt es, der Kontakt ist eingeschlafen? Ja, schon irgendwie. Ja, und wieso haben Sie dann trotzdem den Junggesellenabschied für ihn organisiert? Also, wenn ich höre, dass der Barzen, also der Tom, heiratet, dann ist sowas doch eine Frage der Ehre. Ne? Und ganz ehrlich, ich hatte nicht das Gefühl, dass er in seinem Freundeskreis irgendwie Kumpels hätte, die das auf die Reihe bekommen haben oder hätten. Und da habe ich mir gedacht, Daniel, hör mal, bevor der Barzen, also der Tom, unter der Haube ist, da lassen wir nochmal richtig einen knallen. Ne? Und dann habe ich die Jungs zusammengerufen und wir haben es krachen lassen, wie früher. Und wie es gekracht hat. Wenn ich den Schmuck wirklich gestohlen habe, dann sitze ich die nächsten Jahre, Mann. Ach. Daniel, ich kann mir nicht vorstellen, dass du den Schmuck geklaut hast. Und außerdem, er hätte es doch überhaupt nicht nötig gehabt. Er hat doch am nächsten Tag eh seine reiche Maus geheiratet. Ja. Die Frage. Das ist wirklich die Frage. Ich denke, er hätte wohl kalte Füße bekommen. Das war Stand der Dinge, oder? Nie im Leben. Sie hätte mal hören sollen, wie der über seine Rebecca geredet hat. Oh, sie ist die Frau fürs Leben, ich will Kinder mit ihr und ich liebe sie so sehr.
Also, ich könnte gar nicht so viel saufen. Wirklich nicht. Um dieses ganze Gesülze an dem Abend runterzukriegen. Hat denn der Herr Barter in irgendeiner Weise Ihnen gesagt, dass er an seiner Verlobten zweifelt? Nein, nie. Also, wie gesagt, für seine Rebecca hätte er 10 von solchen Schwiegervätern in Kauf genommen. Haben Sie ein schlechtes Gewissen? Bitte, lügen Sie wegen Ihres schlechten Gewissens vielleicht hier für den Angeklagten? Schlechtes Gewissen? Na, Sie haben diese große Sause immerhin organisiert. Jetzt sitzt er da auf der Anklagebank als Ergebnis. Ja, natürlich. Da habe ich schlechtes Gewissen, selbstverständlich. Ich wollte doch einfach nur, dass der Daniel mal wie früher ein bisschen Spaß hat und einfach mal ein bisschen aus sich rausgeht wieder. Aber das heißt doch nicht, dass ich für ihn lügen würde. Ich schwöre, wirklich. Also, kommen wir doch mal zum Junggesellenabschied. Wie ist denn der abgelaufen? Naja, Junggesellenabschied, ne? Ich wollte, hat voll organisiert. Erstmal richtig fett vorglühen, dann ab ins Stripshop mit richtig heißen Bräuten. Und dann, was sagt der Daniel? Oh nee, lass uns lieber ein Steak essen gehen. Und dann sind wir ein Steak essen gegangen und dann noch in so ein Nobelhotel für Abschlussbierchen zu trinken. Abschlussbierchen. Ich habe mich schon um 10 im Bett liegen sehen. Also gut, das kam dann anders. Um 10 lagen Sie alle nicht im Bett, ne? Nein, nicht ganz, Erzählen nein. Sie? Nach 2 Bier an der Bar wurde der Tom dann halt auch etwas lockerer. Mhm. Sie haben ja der Polizei dann die ganzen Belege des Abends gegeben und laut dem des Hotels Cortone hatten Sie an dem Abend dort 31 kleine Pils, also 0,3 Liter Pils bezahlt. Ja gut, das sind pro Person 4 bis 6 Bier, aber ich sag mal, ah ja stimmt, und der Tom, hatte der, ich meine, der hatte nur 2 und davon hat er auch noch 1 halb voll stehen lassen. Jetzt behauptet er, dass er sich an nichts mehr erinnert von dem Abend, dass ihm jemand was ins Glas getan hat. Wäre das denn möglich gewesen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Daniel, von 3 kleinen Bier bekomme ich doch keinen Filmriss. Hör mal. Du müsst doch gemerkt haben, dass ich unter Drogeneinfluss stand. Du warst komplett normal, du warst ein bisschen lockerer drauf. Auf Drogen, hör mal, wie wär's denn da abgegangen, ja? Also, du hast selber noch gesagt, komm, lass uns ab ins Kaufhaus gehen. Dieser Vorschlag, nachts ins Kaufhaus zu gehen, hat er den von sich aus gemacht? Der war von ihm, ja. Und wieso mitten in der Nacht ins Kaufhaus? Naja, wir haben ein bisschen gefachsimpelt an der Bar, so über Soundsysteme, Heimkino und so weiter und so weiter. Und Tom meinte, ey, ich habe das Neueste vom Neuen. Was soll man da machen als Mann? Na klar, gehen wir dahin. Ja, und wie war es da dort, als Sie da angekommen sind? Genau weiß ich auch nicht mehr, als wir angekommen sind. Ich musste ja eh pinkeln, aber Tom meinte, er müsste erst noch kurz hoch die Kameras ausschalten und das Alarmsystem ausstellen. Ja, gut, deswegen gibt es auch nur eine kurze Aufnahme von Ihnen im Eingangsbereich. Man kann also visuell jedenfalls nicht mehr feststellen, ob die Tür hinterher auch wieder verschlossen wurde. Nein, also die Tür hat Tom erst abgeschlossen, als wir wieder rausgegangen sind. Da hören Sie es, Herr Staatsanwalt. Ja, ich höre es, bin ja nicht taub. Ne? Und jetzt haben Sie ja die gutes Stichwort hören. Soundsystem ist das Stichwort. Das war nicht das Einzige, was Sie da interessiert hatte, ne? Muss man mal sagen. Es ging noch weiter, erzählen Sie mal. Ach, ja, Kaufhaus. Da gibt es noch mehr interessante Sachen. Das weiß ich. Ich war schon mal in einem Kaufhaus. Ich weiß, was man da machen kann. Aber ich hätte es gern von Ihnen genauer gewusst. Dann sage ich es Ihnen eben. Sie haben da Teddybär weitwerfen gespielt, Barbie-Puppen verbiegen, all so ein Quatsch. Na, da waren Sie zwar weit weg von einer Sachbeschädigung, aber Ihnen sah es anders aus beim Angeklagten. Der hat mal eben 9 Porzellanfiguren kaputt gekegelt. Davon gibt es ja ein Handyvideo. Das haben Sie gemacht. Ja, ich wollte halt, dass der Tom noch eine Erinnerung hat. Tolle Erinnerung. Ja gut, wir sind froh um diese Erinnerung, dann können wir es uns nämlich anschauen. Bei der Gelegenheit, dieses Video wird in Augenschein genommen, schauen wir es uns wirklich hier oben alle mal an. Hey Tom, was machen wir? Was war das denn? So, Ladies, jetzt kommt der beste Gegner in der Porzellankategorie. Happy Tom, Baby, oder Happy Frau? Also, um ein sachliches Resümee zu ziehen. Sachschaden am Porzellan beläuft laut Gutachten auf 3.200 Euro. Das bin eindeutig ich auf dem Video. Richtig. Und nein, ich wirke nicht so, als würde ich unter Drohung stehen. Richtig. Und trotzdem, unter normalen Umständen hätte ich so etwas nie getan. Hermann, ich kann mich nur noch mal ausdrücklich bei dir entschuldigen. Ich weiß einfach nicht, was an dem Abend passiert ist. Warum habt ihr mich eigentlich nicht zurückgehalten? Ey, ich wollte doch, aber du hast gesagt, hey, zahlt eh meine Haftpflicht. Also der Frust auf Ihren Schwiegervater muss ja immens gewesen sein. Ne? Ich meine, so wie Sie da aufgeführt und ausgetobt haben, ne? Ich meine, das war ja alles noch bevor Sie dann die Vitrine zerschlagen haben und da Diverses entwendet haben. Hat sich der Angeklagte mal von der Gruppe abgeseilt? Ja, klar, der musste auch mal pinkeln. Unten zu den Toiletten im ersten Stock. Und in welcher Etage waren Sie und die anderen? Wir waren im zweiten. Jetzt ist die Uhren- und Schmuckabteilung im Erdgeschoss. Könnte es auch sein, dass der Barter da runtergegangen ist? Nein, da bin ich mir sicher.
Was macht sie da so sicher? Im ersten Geschoss, da gibt es auch diese nervigen kleinen Elektrospielzeuge. Und als der Tom runtergegangen ist, hat er auf jeden einzelnen Knopf von diesen Elektrospielzeugen gedrückt. Das hat richtig gedonnert. Wir haben es beinahe angepisst vor Lachen. Ja, gut, ich meine, der war das nicht dumm. Ne? Der wollte einfach ein paar Knöpfe gedrückt, wollte sie in Sicherheit wiegen. Ne? Und dann ist er schnell ins Erdgeschoss gegangen. Ich habe vielleicht Scheiße gebaut, aber sicherlich keinen geplanten Diebstahl begangen. Das weiß ich auch mit Filmriss. Sie wissen vor allem ganz genau, was Sie getan haben, Herr Bartha. Sie wissen das ganz genau, Herr Oberrainer. Wie lange war er denn weg, der Bartha? Oh, da fragen Sie mich was. Ein, zwei Minuten? Gut, ich meine, er kannte sich ja aus dem Kaufhaus. Weil für ihn war es ja wohl leicht, dass innerhalb von wenigen Minuten einfach mal ganz schnell eine Vitrine aufzuschlagen und dann eben den Schmuck rauszuräumen. Nein, glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Dazu ist er ein viel zu korrekter Typ. Und gehört haben wir auch nichts. Gehört haben Sie nichts. Jetzt waren Sie aber irgendwie bei diesem Soundsystem. War die Musikanlage doch an? Ja, die war schon an, aber so laut war es nicht. Wir haben es ja auch Elektrospielzeug da unten gehört. Ja gut, das war das Funktionsspielzeug. Das ist auch nicht so ganz leise. Und da muss man einfach mal sehen, das war der nächste Stock, in dem dieses Spielzeug da Lärm gemacht hat. Das haben Sie natürlich gehört. Aber ja. Das Erdgeschoss ist zwei Stockwerke entfernt. Ja. Das ist der Punkt. Ja, ich habe nichts gehört. Können Sie es ausschließen? Nein, natürlich kann ich es nicht ausschließen. Aber nicht. Hat er denn irgendwas bei sich gehabt, wo dieser Schmuck Platz gehabt hätte? Naja. Das da, dieses lächerliche Herrenhandtäschchen. Die ist da. Nicht lächerlich, die ist das lächerlich. War ein Geschenk von Rebecca. Hör mal, früher wäre dir sowas nicht mehr in die Nähe gekommen. Hat er denn diese Handtasche den ganzen Abend bei sich gehabt? Die hat er den ganzen Abend bei sich, aber ob er sie zum Pinkeln mitgenommen hat, kann ich nicht sagen. Hat sie denn von den anderen mal jemand entfernt, also sie natürlich mit eingeschlossen? Ja klar, wir hatten alle 4, 5, 6, 7 Bier. Ne? Und das treibt, klar, da mussten wir auch mal runtergehen und pinkeln. Gut, er kam dann vom Klo zurück, war da irgendwie nervös, angespannt? Nö, gar nicht. Also ganz im Gegenteil. Sah sehr entspannt aus und als Mike dann gefragt hat, sollen wir noch im Puff gehen? Und hat er gesagt, hey, das war er sofort dabei. Also, ihr Besuch im Bordell, wie lief denn der dann ab? Ja, wie läuft ein Besuch in einem Bordell denn schon ab? Nur gucken, ich frag Sie ein bisschen eben. Ja, nur gucken, ein bisschen amüsieren, halt nicht anfassen. Und Tom hat sich dann noch einen kleinen Private Dance gegönnt. Ich weiß ja noch nicht mal, was das überhaupt ist. Ach, hören Sie doch bitte auf, in der Evening zu spielen. Entschuldigen Sie bitte mal. Ich weiß nicht, was das ist. Okay. Hallo. Sie wissen das, oder was? Also ganz ehrlich gesagt, das weiß ich. Aha, so interessant. Sie wissen es nicht, das finde ich auch sehr interessant, muss ich mal sagen. Ihr wollt sich nur ein bisschen amüsieren. Ja, ja. Wir wollten einen schönen, netten Abend und ein bisschen Spaß haben, so wie früher. Also ich weiß wirklich nicht, was Ihr Problem ist. Das sag ich Ihnen. Wir haben einen Schaden von über 3.000 Euro. Wir haben Schmuck, der entwendet wurde, im Wert von 105.000 Euro. Um mal wieder in Ernst der Lage hier ein bisschen vor Augen zu führen. Der Staatsanwalt das gefragt hat, kann ich Ihnen auch sagen. Weil der Angeklagte soll nämlich der Frau, die für ihn getanzt hat, ein Armband geschenkt haben. Haben Sie das mitbekommen? Ach Quatsch, das heißt ja nicht umsonst Private Dance. Da sieht man natürlich nichts. Und außerdem hatten wir auch ein bisschen genug zu gucken. Weiter Fragen? Keine, danke. Dankeschön, dann dürfen Sie Platz nehmen. Rebecca Levening, bitte, der Zeuge bleibt unbeeidigt. Guten Tag, Frau Levening, nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Ja. Sie heißen Rebecca Levening, 27 Jahre alt, Sie wohnen in Frankfurt am Main, Sie sind ledig, Inhaberin eines Modegeschäfts und nicht verwandt oder verschwägert, auch nicht verlobt. Aber Ihr ehemaliger Verlobter, sage ich jetzt, der soll während seines Junggesellenabschiedes im Kaufhaus Ihres Vaters zunächst mal Porzellanfiguren im Wert von 3.200 Euro zerstört haben. Und dann soll er Schmuck und Uhren im Wert von 105.000 Euro entwendet haben. Das geht mir bis jetzt nicht in den Kopf. Ich dachte echt, ich kenne Thomas in- und auswendig. Ich habe ihm vertraut. Thomas hat mich immer ernst genommen. Das dachte ich zumindest. Aber das, was er sich bei seinem Junggesellenabschied geleistet hat, das ist indiskutabel. Rebecca, ich kann mir das doch selbst nicht erklären. Wenn ich mich wenigstens an den Abend erinnern könnte, aber mit den Drohungen, die man mir ins Glas gebracht hat. Ach, hör doch auf mit den Ausreden. Kein Mensch macht so viel Mist und kann sich dann an nichts mehr erinnern. Ich habe das Video gesehen. Du bist nicht im Delirium in der Ecke gelegen. Ich weiß nicht, was an dem Abend passiert ist. Rebecca, ich weiß nur, dass ich dich liebe. Mehr als alles andere auf der Welt. Na, so groß kann die Liebe nicht gewesen sein, wenn du sogar in den Puff gehst. Tja, ihre Ex-Verlobte hat erkannt, ne, dass sie ihnen wohl immer nur ums Geld bei ihr ging. Aber das stimmt nicht. Bis vor ein paar Wochen hätte ich das noch ohne zu zögern verneint. Bei unserem Kennenlernen habe ich ihm nämlich nicht erzählt, dass mein Vater reich ist. Aha. Damit habe ich schon genug schlechte Erfahrungen gemacht. Wie lange hat er denn nicht gewusst, wo sie herkommen und was sie haben in ihrer Familie? Ich habe ihm die Wahrheit erst gesagt. Da waren wir schon 3 Monate zusammen. Und hat er sich darauf dann anders verhalten? Nein, überhaupt nicht. Ich dachte wirklich, dass das Geld für ihn keine Rolle spielt. Da habe ich mich wohl getäuscht. Rebecca, nein, du hast dich nicht getäuscht. Es ging immer nur um dich.
Aber das mit dem Diebstahl kann ich einfach nicht gewesen sein. Nach allem, was in jener Nacht passiert ist? Die Porzellanfiguren habe ich deinem Vater doch gleich danach bezahlt und mich 1000 Mal bei ihm entschuldigt. Aber ich war das nicht mit diesem Diebstahl. Du hast mir damals selbst gesagt, dass du dich unglücklich fühlst und dass du dieses Leben so nicht willst. Ach Mann, dieser Streit, Rebecca, einen Tag vor unserer Hochzeit, ich habe das doch nicht so gemeint. Damals dachte ich echt, du willst mich verlassen. Aber warum? Ja, weil du total unzufrieden warst. Deswegen hat es doch schon öfter dicke Luft bei uns gegeben. Ich weiß eigentlich nicht, was überhaupt dein Problem war. Du hast Papa so viel zu verdanken. Ohne ihn wärst du doch nie so schnell Geschäftsführer geworden. Ja, und der Preis dafür war die totale Kontrolle. Ja, man sieht doch, dass man auf deine Geschäfte ein Auge haben muss. Ich habe immer versucht, dir alles recht zu machen. Und du hattest immer irgendwas zu meckern. Selbst die Hochzeit hat er nach seinen Vorstellungen umgeplant. Das, was Rebecca und ich als kleine, intime Familienfeier geplant haben, daraus hat er ein Riesen-Event gemacht. War das so? Naja, da hat er schon recht. Wir hatten uns unsere Hochzeit anders vorgestellt. Aber wenn mein Vater die Feier schon zahlt, dann hat er ja auch das Recht, seine eigenen Wünsche einzubringen. Einbringen? Rebecca, dein Vater hat die gesamte Planung an sich gerissen. Ich habe immer noch den Eindruck, dass du das damals gar nicht so schlimm fandst. Obwohl es unser gemeinsamer Wunsch war. Vielleicht, weil ich mit diesem Vater groß geworden bin. Im Gegensatz zu Thomas war mir eben klar, dass ein Mann in seiner Position einfach viele Leute einladen muss, weil die sich sonst verprellt fühlen. Ich sollte plötzlich nur noch Statist sein, auf meiner eigenen Hochzeit. 90% der Leute auf der Gästeliste kannte ich noch nicht mal persönlich. Wie ernst war denn der Streit am Tag vor der Hochzeit? Ja, ich würde sagen, schon sehr ernst. Thomas hat mir nicht das erste Mal vorgeworfen, dass ich nicht auf seiner Seite stehen würde. Und wenn jemand sowas sagt, dann geht das schon in die Substanz der Beziehung. Mhm. Wollte er, also ihr damaliger Verlobter, die Hochzeit dann absagen? Ich weiß es nicht. Er hat nur gesagt, dass er kein Leben führen will, in dem mein Vater das Sagen hat. Und dass er die Hochzeit so langsam für eine große Schnapsidee hält. Meine Güte, ich war ein bisschen aufgeregt. Das war doch alles nicht so ernst gemeint. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich denken soll. Er ist nach dem Streit total wütend weggefahren zu seinem Junggesellenabschied. Ging es bei dem Streit nur um ihren Vater oder hat er sie auch persönlich angegriffen? Nein, er hat mir immer wieder beteuert, dass er mich liebt, aber dass er eben den Druck nicht aushält, den er von meinem Vater bekommt. Mhm. Ich war mir trotzdem nicht sicher, ob er beim Standesamt auftaucht. Die Befürchtung war ja nicht ganz unbegründet, Herr Bartha. Sie haben sich nur ihr Fernbleiben anders vorgestellt und anders gedacht, ne? Ich wäre sicher gekommen, wenn die Polizei mich nicht vorher festgenommen hätte. Ich stand mit allen Gästen vom Standesamt. Nur Thomas war nicht da und Papa. Der war da anscheinend schon Stunden im Kaufhaus, hat die Überwachungsbänder gesichtet und die Polizei alarmiert. Nur ich stand ahnungslos da mit meinem Blumenstrauß in der Hand. Das war so demütigend. Ach, Rebecca, ich konnte doch nicht dich vorher informieren. Du hättest ihn doch sofort angerufen und hättest ihn gewarnt. Gewarnt? Wovor denn gewarnt, wenn ich mich noch nicht mal an irgendwas erinnern kann? Herr Richter, ich liebe Rebecca und deswegen wollte ich mit Sicherheit auch nicht weg von ihr, auch wenn ich dann den Rest meines Lebens der Sklave ihres Vaters gewesen wäre. Weitere Fragen noch? Keine. Dankeschön. Keine. Arne Scholl, bitte Sie dürfen den Platz nehmen und Sie bleiben unbeeindruckt.